Ja gut, dann haben wir jetzt eigentlich alles ready. Leute, herzlich willkommen zum Bikecheck-Video 2021. Und zwar heute von einem etwas spezielleren Bike, nicht wie ihr es gewohnt seid, sondern heute mal das Transition Sentinel 2021, das ist mein neues Enduro. Ich bin absolut sprachlos eigentlich, wie geil sich das Ding fährt. Heute werde ich euch so ein bisschen durchführen, ich hoffe, den einen oder anderen interessiert es. Und ich würde mal sagen, legen wir direkt los. Let's go! Kurz bevor wir loslegen, Leute, möchte ich mich nochmal bei meinem Sponsor bedanken, der mir dieses Bike ermöglicht hat, und zwar Bikebase. Das ist ein Bikeshop hier in der Schweiz, in Bülach. Ganz ehrlich, die haben so viele Sachen in dem Shop irgendwie und die haben auch ein übelst geiles Sortiment von allen Teilen, die man eigentlich sich erträumen kann. Also Leute, falls ihr so ein Bike wollt, schaut gerne da rein und die Jungs werden euch sicherlich auch gerne weiterhelfen. Und genau, alle Schrauben am Bike sind eigentlich von Peak. Riesengroßes Dankeschön an die, dass mir die ganzen Schrauben zugestellt haben. Vorbau, Kappe, Schrauben hier vorne sind also eigentlich durch das ganze Bike, auch die Ventilkappen, auch alles vom Peak. Schaut gerne mal vorbei, falls ihr da irgendein so ein Pimp-Bike auch bauen wollt. Denn die haben gefühlt jede mögliche Farbe. Also guckt da gerne auch nochmal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, legen wir direkt los. Beginnen wir direkt mit dem Rahmen, und zwar das Transition Sentinel 2021 in diesem schönen Loam Gold, also so heißt die Farbe. Und ja, extrem zufrieden damit und diesmal tatsächlich in Größe M. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach, und zwar, dass ich mir ein bisschen ein verspielteres Bike gewünscht habe und da ist einfach, ja, macht ein M-Rahmen einfach mehr Sinn. Mein altes Enduro, vielleicht hat es der ein oder andere mal gesehen oder kennt ihr es von irgendwoher, das war in L und ja, einfach viel zu groß, hatte vorne 180 mm, hinten 180 mm und das ist eigentlich fast schon ein Downhiller und für das, was ich mache, ist es natürlich absolut einfach absolut unpraktisch und jetzt habe ich mir bei dem Bike mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Deswegen ist es jetzt dieser M-Rahmen geworden und ich würde mal sagen, machen wir direkt mit Fahrwerk weiter. Wie ihr schon sehen könnt, ist es die Fox Factory 36er in dem schönen Kashima Coating. Vorne habe ich 160 mm, hinten 150. Für so die ganzen Trials Moves und so ist halt extrem geil, weil es nicht übelst reindrückt und nicht zu viel Federung ist einfach. Ich habe schon gemerkt, beim alten Enduro hatte ich 180 mm vorne und hinten. Und das ist halt eigentlich fast schon ein Downhill und für das, was ich mache, ist halt, wie gesagt, nicht so praktisch. Und dementsprechend, ja, einfach ultra zufrieden damit und halt sieht auch extrem nice aus. Sattelstütze ist die One Up 180 mm. Ganz ehrlich, ich habe absolut keinen Plan, was das für eine Sattelstütze ist, aber sie funktioniert und das ist eigentlich alles, was zählt. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht upgrade ich die irgendwann dann mal noch, weil wenn ich so die ganzen Trials Moves mache, dann fällt mir schon auf, dass ich den Sattel öfters mal nach unten schieben muss. Und wenn ich mal nach oben fahre, dann ziehe ich den Sattel auch gerne mal ein bisschen nach oben. Deswegen kann es sein, dass da irgendwann mal noch eine andere Sattelstütze reinkommt mit ein bisschen mehr Travel. Aber ganz ehrlich, für den Moment passt es. Bis jetzt hatte ich auch noch überhaupt keine Beschwerden. Also ja. Grundsätzlich sehr zufrieden damit. Kommen wir direkt zu den Felgen, und zwar sind das die DT Swiss XM 1700 Spine 30. Felgen sollten einfach fahren, meiner Meinung nach, und mir ist eigentlich auch ziemlich egal, ob die jetzt Carbon oder Alu sind. Hauptsache sie fahren, und ich hatte bis jetzt auch noch keine Probleme damit, sie fahren sich sehr steif. Also es gibt ja Felgen, die, da merkt man beim Fahren, dass es irgendwie so ein bisschen verzieht. Hatte ich bei den Felgen noch nicht, sollte eigentlich auch nicht bei so teuren Felgen vorkommen. Aber grundsätzlich keine Probleme gehabt. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wenn wir schon bei den Reifen sind, beziehungsweise beim Rad, würde ich gerade meinen, machen wir weiter mit den Reifen. Und zwar sind das die Pirelli Scorpion Reifen. Vorne habe ich einen 1,6er drauf und hinten einen 1,5er. Der Grund dafür, nee. 1,6er. Eben, genau, habe ich gerade gedacht. Vorne ist es der 2,5er und hinten der 2,4er. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die einfach unten bei uns im Keller gefunden und wollte die einfach mal testen. Bis jetzt bin ich immer entweder Continental oder Maxxis oder Schwalbe gefahren und ich hatte einfach so die neue Marke gesehen und Pirelli habe ich noch nie vorhin was gehört. Habe ich mir gedacht, ich probiere die mal. Ich war mit dem Bike jetzt schon auch ein, zwei Mal auf den Trails und wie gesagt, bis jetzt noch kein Problem damit gehabt. Grip ist sehr geil, wie vorne so wie auch hinten und ja, ich werde euch davon berichten, wie sich die fahren, aber bis jetzt sehr geil. Also, machen wir weiter bei den Nappen, und zwar ist das die DT Swiss 350 Straight Pull. Hinten sind es 36 Klicks. Ich muss ehrlich sagen, bei DT Swiss, also das ist ganz geil, vielleicht wusstet ihr das noch nicht, bei DT Swiss Nappen kann man die Ritzelzahl verändern. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Nappe kauft, eine neue,
und die hat nur 36 Klicks und dann geht die fahren und ihr merkt, das ist ein bisschen zu wenig, dann könnt ihr einfach zwei so Ringe kaufen. Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Da könnt ihr einfach hier nur diese zwei Ringe kaufen und dann könnt ihr das eigentlich ganz einfach umbauen und habt dann automatisch mehr Klicks, was halt sehr geil ist, wenn man so auf einen Pedal-Kick irgendwas machen muss. Im Moment habe ich noch 36 drin, das werde ich wahrscheinlich noch ändern zu 54. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das überhaupt gar nicht interessant, aber es sind auch noch die DT Swiss Competition Speichen verbaut, also im Rad, vorne so wie auch hinten, also eigentlich ganz geil. Machen wir weiter beim Headset, und zwar ist das Cane Creek 1 aus der 40er Serie. Ich muss euch einfach ehrlich sagen, ich hatte bis vor kurzem eigentlich noch gar keine Ahnung, was hier vorne so alles passiert mit den ganzen Bearings und Headset und alles. Das hat auch mein Fahrradmechaniker gemacht, deswegen kann ich euch dazu nicht viel erzählen, aber grundsätzlich ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, also falls euch irgendwas hier interessiert, könnt ihr da eigentlich einfach alles euch anschauen. Ja, wie gesagt, Headset bis jetzt noch kein Problem damit gehabt. Und wenn wir schon hier vorne sind, können wir eigentlich auch gleich weitermachen bei dem Lenker. Und zwar ist das der One-Up Carbon in 800 mm schwarz. Wie eigentlich hier vorne alles, sieht ganz geil aus. Wie gesagt, Carbonlenker. Was ich euch empfehlen kann, falls ihr einen Alu-Vorbau habt und einen Carbonlenker, haut hier vorne ein bisschen Carbonpaste rein, weil dann verkratzt euch das Carbon nicht. Erstens, und zweitens ist es ein bisschen sicherer, weil ich hatte auch schon Kollegen, die hier was gemacht haben und dann ist der Lenker einfach direkt durchgebrochen. Deswegen guckt auf jeden Fall, dass ihr da genug Paste reinhaut. Und bei Carbon-Teil allgemein, Leute, nehmt euch das bitte zu Herzen, falls ihr mit Carbon arbeitet, allgemein, egal ob es ein Rahmen ist oder ein Vorbau oder ein Lenker, guckt immer, dass ihr die genaue Newton-Anzahl anzieht, weil sonst kann eben genau diese Scheiße passieren, dass euch irgendwas durchbricht, und ich wünsche das wirklich niemandem von euch, dass da irgendwas passiert, also seid auf jeden Fall vorsichtig. Und ja, jetzt bin ich ganz abgeschleift, aber auf jeden Fall 800 mm Lenker von OneUp, eigentlich ganz zufrieden damit. Wenn wir hier schon sind, können wir auch gleich weitermachen mit den Griffen. Vielleicht habt ihr mein altes Bikecheck-Video gesehen vom Inspired Arcade 18er, war das, glaube ich. Da habe ich die Griffe schon in den Himmel gelobt gefühlt. Und ich muss euch ehrlich sagen, das ist bis jetzt immer noch genauso geblieben, weil ich hatte bis jetzt keine anderen Griffe am Bike verbaut. Das sind immer noch genau die gleichen, also nicht genau die gleichen, aber das ist genau das gleiche Modell. Und zwar sind das die ganz einfachen OD Elite Motion Griffe. Wie gesagt, hier außen ist einfach kein Ring dran und das ist halt einfach wirklich geil, falls ihr irgendwie abrutscht oder so, dann tut euch das nicht weh. Und ganz ehrlich, griffmäßig ist jeder, hat so ein bisschen seinen eigenen Geschmack, aber falls ihr gute neue Griffe sucht, kann ich euch die wirklich extrem ans Herz legen. Am Lenker haben wir natürlich auch noch die Bremsen. Und zwar habe ich mich dazu entschieden, hier am Enduro auch die Magura MT7 zu fahren. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was das für eine Bremse ist. Es gibt sehr viel Negatives über die Bremse, die irgendwie verbreitet wird. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte noch nie ein Problem damit, außer vor 2-3 Monaten ist mir hier der eine Hebel irgendwann runtergefault. Aber sonst ist eigentlich bis jetzt noch nie irgendwas passiert. Und wie gesagt, Bremspower ist halt einfach absolut geil. Und ich habe mir eigentlich gedacht, wenn ich schon am Trial die Magura-Bremse habe und das ganze Entlüftungskit und die Spritzen und alles habe, dann kann ich auch genauso gut am Enduro die Magura-Bremse ranhauen. Und was ich jetzt aber noch kurz dazu sagen möchte, ist, wahrscheinlich werde ich die Bremse auswechseln, beziehungsweise den Bremsadapter. Und zwar werde ich hier die MT Trail reinhauen. Das ist die Home Edition, also so silber. Ich blende euch hier auch mal ein Bild ein. Hier kommen dann auch noch die Rideset Blenden rein. Die habe ich jetzt noch nicht reingetan, weil ich noch keine Zeit hatte. Aber grundsätzlich ist es einfach die Magura MT7. Und Bremsscheibe habe ich vorne die Magura MDRP und hinten die Shimano Icetech, beide in 203 mm, einfach um die maximale Bremspower irgendwie rauszubekommen. Ich denke, das macht eigentlich auch Sinn, vor allem auf dem Enduro. Viele Leute haben mich auch gefragt, warum ich auf dem Trial die MDRP gefahren bin. Und ich muss ja ehrlich sagen, es macht eigentlich absolut keinen Sinn. Aber ich wollte es einfach mal testen, wie sich das anfühlt. Aber ich habe mich jetzt auch dazu entschieden, sie auf dem Enduro zu fahren, weil es macht einfach mehr Sinn. Und noch ganz kurz, hier sind noch die HC3 Hebel verbaut, also links wie auch rechts, genauso wie im Trial eigentlich. Und das Upgrade kann ich euch wirklich empfehlen, weil ihr habt hier einfach so Schrauben, wo ihr den Druckpunkt verändern könnt. Und das ist halt extrem nice. Viele Leute wollen den Druckpunkt weiter hinten haben. Es gibt Leute, die wollen weiter vorne haben. Und mit den Hebeln kann man es einfach genau einstellen, wie es sein soll. Und ja, also auf jeden Fall eine sehr geile Sache. Machen wir weiter beim Vorbau. Und zwar ist das der Anvil Swash 40 mm. Und ganz ehrlich, ich kann nicht wirklich viel dazu sagen. Ist schlicht und sieht halt ganz geil aus.
Ich habe schon mir mal gedacht, einen Vorbau zu holen, der so ein bisschen nach oben geht beim Enduro, aber eigentlich macht es auch überhaupt keinen Unterschied. Deswegen ja, habe ich den eigentlich schon seit Anfang an reingehauen und ja, bis jetzt noch keine Probleme damit gehabt. Okay, machen wir weiter bei den Kurbeln. Und zwar sind das die SRAM X1 Eagle Boost Carbon-Variante tatsächlich. Am Trial würde ich die nicht fahren, weil ich hätte einfach Angst, am Trial Carbon-Kurbeln zu fahren, falls man da irgendwie hinfällt oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, am Enduro habe ich ja nicht so ein Problem damit. Und wenn wir schon bei den Kurbeln sind, können wir eigentlich gleich bei den Pedalen weitermachen. Und zwar sind das die Crankboarder Stamp 7 schwarz in Größe L. Die habe ich gefühlt schon seit mehreren Jahren, also mindestens 3 Jahre eigentlich. Also nicht genau die Pedale, aber das Modell. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte noch nie ein Problem mit. Ich liebe die Pedale und vor allem in Kombination mit 510-Schuhen ist der Grip einfach übelst geil. Also kann ich eigentlich wirklich jedem empfehlen. Was ich dazu noch kurz sagen kann, wir haben unter der Kurbel bzw. unter dem Ritzel einen Bashguard verbaut. Normalerweise, wenn man bei Transition ein Bike bestellt, ist da kein Bashguard verbaut. Aber wegen den ganzen Trial-Sachen, die ich halt mache, macht es eigentlich nur Sinn, wenn man einen Bashguard verbaut. Und zwar habe ich das von meinem alten Enduro einfach rübergebaut. Das ist von E13, so ein ganz, ganz einfacher Bashguard. Deswegen ist da auch schon der ein oder andere Kratzer drin. Machen wir gerade weiter bei der Kette. Und zwar ist das die SRAM GX Eagle Kette. Und wenn wir schon da sind, natürlich auch die SRAM GX Eagle Luna Schaltung. Was kann man dazu sagen, Leute? Wer sich auskennt, weiß, dass es eine der besten Schaltungen ist, die es wirklich eigentlich im Moment gibt. Ehrlich, also 12-Gang-Schaltung, noch nie ein Problem damit gehabt. Bergauf, bergab, die macht alles mit. Ist auf jeden Fall ein geiles Teil. Und was ich mir schon überlegt habe, ist hinten den untersten Ring, also beziehungsweise das unterste Ritzel rauszubauen und da so einen Plastikring reinzubauen. Da machen wir einen Freecoaster raus. Vielleicht mache ich das mal für noch ein Video. Falls ihr da Bock habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Aber im Moment bin ich noch ganz traditionell unterwegs. Ich glaube, das Letzte, was noch übrig ist, ist der Sattel. Das ist der ganz normale Anvil Forge TI Sattel. Also wir haben den im Lager unten noch rumliegen gehabt und finde ich ganz geil. Schwarz, schlicht, sieht ganz cool aus. Und ja, Leute, ich glaube, das war's. Falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Da gucke ich, dass ich euch da so schnell wie möglich antworten kann. Folgt mir auch gerne bei Instagram. Und in dem Sinne war's das, glaube ich. Leute, schreibt mir eure Meinung rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Peace. Mikrofon läuft. Sollen wir klatschen? Ich kann den Namen nicht mal richtig aussprechen. Transition Sentinel. Sentinel? Wir schon, was soll ich überhaupt sagen? Anvil Swash in 400 mm. 400 mm? 40 mm, ich hab gerade gedacht. 400 mm Vorbau. Alles klar. DT Swiss XM 1007. Die SRAM XO1 Eagle Kurbeln. Nee. Machen wir weiter bei den Kurbeln. Und zwar sind das die SRAM-Kurbeln. Machen wir weiter gerade bei... Bro! Machen wir gleich weiter bei den Kurbeln. Und zwar sind das die SRAM XO-Kurbeln. Ey, Bro, das kann nicht sein. SRAM XO... Ey, Bro! Wenn ihr mal hier vorne sitzt, dann wisst ihr, wie schwer das ist.